Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Kevin. Hi. Und ich darf heute zum allerersten Mal Harley fahren und ich bin so aufgeregt, weil es ist wirklich das allererste Mal in meinem Leben und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sich sowas fahren lässt. Ja, und dann direkt so eine, ne? Ja, direkt so eine. Und ich habe eben schon ein bisschen Bedenken gehabt, auch wegen dem Lenker, weil es relativ hoch und so weiter. Ich bin gleich auch mega gespannt, wenn ich mich draufsetze. Aber erstmal so jetzt grob zum Bike. Was ist denn für eine Harley? Das ist Street Bob, eine Düna von 2014 mit 1700 Kubik. Dann ist der Motor noch ein bisschen gemacht. Und ja. Das muss man sich mal vorstellen, Alter. Einfach, wie viel Kubik das ist. Das ist einfach Wahnsinn. Aber die sind natürlich auch mega schwer. Wie viel wiegt die denn? Mega. Die wiegt jetzt vollgetankt, wiegt die um die 300 Kilo jetzt. Ich hoffe, also, du kannst sie halten, Annika. Also wenn die kippt, dann kippt sie. Also dann ist auch direkt mein Bein irgendwie gebrochen oder so, wenn er mein Bein hält. Oh Gott, Klopf an Holz. Gott, ey. Okay, ich würde sagen, erstmal so, setze ich mich mal drauf, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen. Okay. Gott. Oh Gott, ich krieg die gar nicht zur Seite, glaube ich. Oh Gott. Steht dir auf jeden Fall. Aber jetzt, wo ich drauf sitze, geht das voll. Ich dachte irgendwie, das ist ja, jetzt das höher geht. Oder so. Die kommt nochmal mega runter, dadurch, dass sie halt so tief ist, ne? Voll. Und wenn du fährst, dann geht's ja sowieso. Ja. Also gerade im Stand, ja, genau. Glaube ich, langsame Kurven sind schwierig. Ja, ich habe da ich das nicht der Größte bin, habe ich auch hier extra die Fußrasten nicht vorverlegt, sondern dass sie ein bisschen weiter zurück sind, ja. Sonst komme ich halt auch nicht an. Ja. Ey, da bin ich echt gespannt, wenn ich die gleich fahre. Also in Kurven meinst du aber auch, ist eigentlich normal, wenn man dann. Ja, man muss nur umdenken, dass man nicht so fährt wie mit einer Renner, weil sonst setzt man halt gerne mal mit der Fußraste auf und dann hebelt das so ein bisschen ja. auf. Ja, also ich werde jetzt nicht über die Schräglage oder so fahren. Also man kann schon gut ballern damit, aber die setzt halt schneller. Und Stelle halten muss, ey. Okay, ich würde sagen, als allererstes machen wir einen kleinen Bike-Porn und dann geht's los. Let's get money, motherfucker, get money. Okay. Ja, also, ich bin aufgeregt. Wahrscheinlich, ich probiere es jetzt mal. Oh. Ja, das passt. Okay, und jetzt hier einfach. Genau, jetzt drehst du einmal nach links. Dann ist die Zündung an. Ja. Hast du einen Schlüssel? Ja, der ist hier in meiner Hosentasche. Nee, noch jetzt. Ich brauche schon einmal. So, dann hier ist der Start. Okay. Linker links, okay. Automatisch aus, Automatik. Muss ich sonst irgendwas beachten? Spaß haben. Okay, danke. Oh Gott, Alter, Leute, jetzt geht's los. Kupplung ist ziemlich fest. Frei? Okay, ich muss das erstes wenden. Boah. Okay, ich glaube, ich sitze. Alter, ist das cool! Oh mein Gott! Die lässt sich ja so bequem fahren. Alter, okay, ich hätte mir vielleicht eine andere Jacke anziehen sollen. Ich glaube, meine Hüfte ist jetzt ganz frei. Aber oh mein Gott, die lässt sich ja so entspannt fahren. Ich hatte echt erst Angst, dass der Lenker irgendwie viel zu hoch für mich ist. Oder dass das Gewicht für mich ein Problem ist. Aber das geht voll. Okay, jetzt mit der Kurve muss ich gucken. Oh, das geht voll. Oh mein Gott. Alter. Das macht so Spaß. Ich bin wirklich in meinem ganzen Leben noch nie Harley gefahren. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist zum Rumcruisen gerade. Boah. Boah, Leute. Ist gerade so ein Highlight für mich.
wie die auch klingt. Die klingt so schön tief, die hat so einen schönen Sound. Also die Kupplung, die ist wirklich schon ein bisschen hart zum Ziehen. Die geht halt echt straff, muss ich sagen. Aber das bin ich auch ein bisschen von meiner gewöhnt. So, jetzt schalten wir mal im dritten. Wow! Geht die ab! Ist das herrlich! Das ist so voll komisch, ungewohnt. Ich hab so ein Gefühl, dass man so ein bisschen rutscht hier auf dem Sitz. Aber ich glaube, das ist einfach ungewohnt. Ich bin das einfach nicht gewöhnt, auf so ein Teil zu sitzen. Oh, war das ein Harley-Fahrer? Ah, nee, okay. Boah, ich kann auch einen Harley-Fahrer einfach grüßen gleich, wenn ich einen sehe. Nee, aber echt, ich habe mir das wirklich irgendwie, auch wenn es jetzt vielleicht doof klingt, aber ich habe mir das komplizierter vorgestellt. Aber das ist echt entspannt, so eine zu fahren. Ich finde es auch witzig, dass hier die Blinker rechts und links so getrennt sind. Man hat hier einen und man hat auf der anderen Seite einen. Ich glaube, ich sehe auch richtig witzig aus, weil ich so klein bin. Boah, langsam, aber man gewöhnt sich auch voll schnell daran. Ich habe ja auch gesehen, hier Sarah Aydin hat sich jetzt auch irgendwie eine Harley zugelegt oder so. Aber das fetzt schon, hätte ich echt nicht gedacht, ne? Ich glaube, das ist so eigentlich ziemlich entspannt, wenn man damit länger fährt so ein bisschen. Ist eigentlich echt geil für Touren. Richtig cool. Oh, ich würde mich selber gerne mal von außen gerade sehen. Aber es gibt ja auch diese Harleys, kennt ihr die? Die haben so einen ganz, ganz hohen Lenker. Also da weiß ich auch nicht, ob das dann gemütlich ist. Und auch so dann für längere Fahrten und so. Aber er meinte auch, er war auch super lieb hier. Kevin, der hat mir das, der... Ey, da muss ich mich auch nochmal bedanken, ne? Dass er mir die Karre überlässt, weil das ist ja... Boah, ist ja nicht selbstverständlich. Er hat auch sogar einfach an Werkzeug gedacht. Das muss man sich mal vorstellen, um den Lenker, falls, umzustellen. Damit er ein bisschen tiefer nochmal ist, dass ich besser rankomme. Aber ich komme eigentlich super gut ran. Boah, jetzt kommen wir in den Tunnelfahrt. Wir lassen mal ein bisschen Abstand. Tunnelfahrt mit der Harley, Alter! Ich fahre die ganze Zeit vor dem zweiten, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. ob das jetzt so hochtourig ist oder. Aber ich glaube, das geht. Ich kann gar nicht so viel sagen, so Leute, gar nicht so technische Sachen oder so, weil ich mich einfach nicht auskenne. Ich hoffe, für euch reichen einfach meine Emotionen. Boah. Er meinte auch, er will die Karre noch so ein bisschen umbauen, hat er jetzt aber nicht geschafft. Die war ja noch in der Werkstatt. Er hat die extra für mich abgeholt und hat da mal nachgefragt und hat sich da Zeit für mich genommen. Ey, das ist so nett. Gott, ich glaube, meine Hose ist jetzt richtig tief irgendwie. Ich hab überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe eine viel zu niedrige Hose an. Keine Highways oder so. Jetzt zieht es hinten voll und ich hoffe, man kann hier nicht hinten zu mir sehen. Oh, die knallt. Muss ich jetzt hier rechts rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Kurven fahren geht auch voll klar. Hätte ich auch gedacht, das ist ein bisschen komplizierter. Warum knallt die so? Die blubbert! Also da kriegt man irgendwie auch nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl. Der lässt sich auch so schön weich fahren. Also total schön am Gas. Super, super schön. Es ist so bequem, man sitzt einfach so gemütlich hier drauf. Aber ich habe mich echt schnell dran gewöhnt. Das ist Wahnsinn. Ich hatte echt Respekt vor der Karre. Also wirklich. Weil ich konnte es überhaupt nicht einschätzen mit dem Gewicht und wie die ist, wenn man hier so ein bisschen einlenkt. Ne? Und wie die halt aufgebaut ist. Aber ich gewöhne mich wieder so... Ich habe mich so gut daran gewöhnt. Also so schnell. Sie lässt sich absolut schön fahren. Wahnsinn. Echt richtig, richtig schöne Maschine. Alter, so geil. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte, das ist so voll kompliziert oder okay, mal gucken in der Lenkung. Aber ich fahre so los, fahre so ein, zwei Minuten, habe mich sofort dran gewöhnt. So geil und echt,
ich bin durch den Tunnel gefahren, die hat einmal so laut geknallt. Alter. Und dann da auf dieser Landstraße, was das ist, auch wie du meinst, 3000 Umdrehungen so, die hat geknallt hintereinander weg. Das war so geil und die lässt sich so gemütlich fahren und so weich und man kommt super gut zurecht. Hätte ich nicht gedacht irgendwie. Ich hatte echt Respekt davor, ne? Ich konnte es null einschätzen. Gut, Leute. Wir sehen uns gleich noch in der anderen Cam. Ich hab jetzt ein Bild. Helmfrisur, aber ist jetzt auch egal. Ey, also wirklich, ich muss sagen, es war einfach so eine geile Erfahrung. Ich muss auch sagen, wirklich, ich hatte immer so Respekt und ich hatte, kann man Angst sagen? Ich hatte immer so leicht Angst. Ich so, okay, wie verhält sich das mit dem Gewicht? Werde ich ziemlich unsicher fahren, aber irgendwie hat mir das jetzt voll die Angst genommen und so. Und ich habe jetzt voll die Sicherheit irgendwie, keine Ahnung, das war so geil jetzt. Ist wahrscheinlich auch von Typ zu Typ anders nochmal, ne? Die sind ja alle anders ein bisschen aufgebaut und so weiter. Aber es hat so Spaß gemacht, ich war so begeistert, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Das ist irgendwie ein ganz anderes Fahrgefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Geil. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich verlinke euch auch gerne mal Kevins Account, das ist jetzt in der Bio drin. Könnt ihr mal vorbeischauen und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.